So, hier noch eine Krabbe. Mal gucken, wie viel die bringt. Bringt ein wenig etwas. So, werft. Vielleicht Sprengsatz. Ja, hat sie. Tatsächlich müsste ich mal gucken, wenn ich jetzt rangehe, ob sie jetzt wieder ein aktualisiertes Angebot hat. Nee, leider nicht. Man muss scheinbar doch ein bisschen weiter weg sein. Okay, okay, okay. So, dann muss man kurz hier nochmal schauen. Hier oben ist noch ein Anlegepunkt. Da sollten wir mal vielleicht mal hin. Nee. Also mit den Schlangenmakrelen ärgert mich jetzt noch drüber, ey. Das ist ja nur wirklich. So ein Käse. So, Trophäe. Oh, schön. Ein paar Bretter kommen immer gut. Brauchen wir immer. Wie mit einer Kusshand. So. Okay. Forschungsteil. Also man muss sich die Sache auch halt nochmal, jetzt nochmal ganz bewusst machen. Wir haben ja echt den Stress, weil wir halt nicht schlafen, ne? Wir sind jetzt 50 Tage hier am Stück, am Start unterwegs, ohne zu schlafen. Das heißt, wir sind ständig mit irgendwelchen Halluzinationen irgendwie konfrontiert. Und es wird halt einfach auch nicht besser. Es wird nicht besser. Zum Beispiel diese Raben, die uns halt überfallen, ne? Und uns quasi den Fisch stehlen irgendwie. Da können wir uns auch gar nicht mehr mit Hupen auch gar nicht mehr gegen wehren. Ne? Ist halt chancenlos. Eine Brille. Eine wunderschöne Brille, wie immer. Merkt mal so, Brillen und Monokel sind hier echt der letzte Schrei. Wie im Boot gewesen. Zack, zack. Und ich schau das letzte. Da vorne scheint es noch eine Flaschenpost zu geben. Haben wir. Und hier vorne um die Klippen rum muss es noch einen anderen Anlegepunkt geben. Bin mal gespannt. Oh. Okay, können wir mal die Felsen berühren? Oh, okay. Hier mal einen weiteren. Nee, doch nicht. Ist das ein Typ? Ja, im blauen Mantel? Nee, eine Höhle. Alter Leuchtturm. What? Im trüben Licht der Höhle erkennst du das an beiden Wänden Malereien. Was? Erkennst du an beiden Wänden Malereien? Sieh dir die linke Wand näher an. Die Wandgemälde erzählen von der Geburt einer Zivilisation. Man sieht ein großes Leuchtfeuer, das eine auf dem See aufsteigende Gestalt mit Tentakeln bekämpft. Im trüben Licht der Höhle erkennst du an beiden Wänden Malereien. Seht ihr die rechte Wand genauer an. Dieses Wandgemälde erzählt vom Untergang einer Zivilisation. Ein Vulkanausbruch zerstört einen großen Leuchtturm. Monströse Gestalten verschlingen Menschen und legen Gebäude in Schutt und Asche. Schön hier. Okay, alter Leuchtturm. Du gehst die vielen Stufen hinauf zum alten Leuchtturm. In seinem Fuß triffst du auf eine steinerne Tür. Du siehst keine Klinke. Doch in der Tür wurde eine große Höhlung gemeißelt. Okay. Okay. Können wir leider nur später etwas machen. Die Tür bleibt verschlossen. Interessant.
weiter. Ich leer. So. Okay, jetzt sind wir wieder an dem Endpunkt, wo wir vorhin schon mal kurz waren. Smaragd besetzter Ring. Der Steiner zittert vor dir. Im Inneren leuchtet unbekannte Symbole auf. Legt deine Hand auf den Stein. Plötzlich durchfährt dich ein Frösteln, das dir bis ins Mark dringt. Eine verstörende Vision drängt sich dir auf. Schwärze. Ein purpurner Riss öffnet sich in nichts. Schreckliche Schatten treiben durch einen Aufzug aus Zähnen und Tentakeln. Nachdem die letzten grotesken Gestalten erschienen ist, schließt sich eine Membran über den Riss. Aus dem Raum dahinter dringt ein entferntes Stöhnen. Yay. Alter, hier sind wirklich en masse irgendwelche Schätze hier diesmal am Start, die man rausholen kann. Ich meine, letztendlich zwar alle doch bloß irgendwie so Tant. Ja, der so ein bisschen Kohle bringt, aber eben der halt ein bisschen Kohle bringt. Oh je. Ich bin weg. Oh, das ist der dicke Fisch. Ja, das Metall kann ich jetzt leider nicht mitnehmen, wenn die Mama da vorne ist. Ist mein Boot schon am Arsch? Nee. Oh, aber gleich. Ich muss weg. Ich muss weg. Der Kran heißt über Bord gegangen. Na, ist ja wunderbar. So, lass mich mal gucken. Ist. Nee, Steintafel ist noch da. So, schnell ran hier. Es ist wirklich ärgerlich mit diesen kleinen Viechern. Ist überhaupt noch was da? Ein Fisch? Wunderbar. Okay. Dann reparieren wir mal alles. Und wir würden jetzt mal nach Kleinark machen. Weil tatsächlich mich das mit dieser kleinen Steintafel sehr interessiert. So, schön. Schon voll. Achso, wir sind schon vollständig. So, 600 Dinger. Oder so ein Kaufen. Können wir das hier? Warum geht's nicht? Warum geht das nicht? Hä? Hä? Wir haben noch das Geld und alles ist da. Warum geht es nicht? Das nicht freigeschaltet. Bin irritiert. Was ist da los? Wieso? Warum? Hä? Okay, wir machen es mal ganz einfach. Wir machen jetzt mal einen Sprung nach Schwarzfels. Das ist natürlich hier noch ein paar kleine Krabben. So viel Zeit muss sein. So, Manifestation.
Zack. Und wir sind in Schwarzfels und können rüber. Wir werden erstmal schnell die Krabben los. Musik ist etwas unheimlich. Oh, die bringen echt Kohle. Gut. Nice. Und ablegen. So. Wen sprechen wir denn an? Wir gehen erstmal zum Händler. Oh, zeige ihm die Steintafel. Das machen wir. Der Händler nimmt die Steintafel, nimmt sie ab und mustert sie eingehend, während er sie in den Händen umdreht. Bemerkenswert. Ja, ich glaube, das ist ein Teil einer Gruppe. Er greift an ein hohes Regalbrett und holt einen ähnlich aussehenden Stein herunter. Allerdings mit einer dickeren Staubschicht. Vor einigen Jahren habe ich dieses Stück erworben. Du hast das in der Nähe der Ruinen von Teufelsgrat gefunden, nicht wahr? Ja. Ja, nun, ich nehme an, da draußen gibt es davon noch mehr. Ich bewahre das vorläufig auf, während du nach anderen Fragmenten suchst. Hast du ein paar Schmuckstücke für mich? Ja, habe ich. Kannst du... Oh, 173, sehr schön. Kannst du alles haben. Auch diesen wunderschönen Becher. Und diesen Kelch. Und das war's dann erstmal, mein Freund. Mehr gibt's nicht. So, ja, ein bisschen aufräumen. So, rumsie. Diese komische Karte ist leider auch noch nicht vollständig. Sehr ärgerlich. So, der Dockarbeiter ist wieder da. Oh, er sieht nicht gut aus, Alter. Der Dockarbeiter sieht mit ausdrucksloser Miene am Rande des Docks. Steht mit ausdrucksloser Miene am Rande des Docks und starrt ins Wasser. Er wirkt wie gelähmt von dem, was er dort sieht. Was ist mit dir los? Starrt weiter schweigend vor sich hin. Du bleibst eine Weile beim Stehen. Von Zeit zu Zeit durchläuft ein Schauer seinen Körper und sein Atem wird schwer. Alles in Ordnung? Scheint unfähig zu antworten. Er spannt sich an, die Hände sind zu Fäusten geballt, er presst die Augen zu. Eine Träne rollt über seine Wange. Was ist passiert? Du bemerkst, dass sein Nacken und sein Overall von einer dunklen Flüssigkeit bedeckt sind. Derselben dunklen Flüssigkeit, die zuvor aus dem Paket sickerte. Sein Körper entspannt sich plötzlich und er reißt die Augen auf. Sie sind verschleiert und ausdruckslos. Flüssigkeit rasselt in seinen Lungen. Etwas dunkler Schleim tropft aus seinem Ohr und landet auf dem Dock. Er schlüpft zwischen den Brettern hindurch und gleitet ins Wasser. Was war das? Ein zitternder Kopf wendet sich dir unendlich langsam zu. Dein Atem wird schwer vor Wut. Du weichst zurück und lässt ihn dort am Dock stehen. Wow. Okay. Okay. Eieiei. So. Wir holen hier noch die Bretter raus. So, ich glaube, ich würde mich jetzt hier erstmal so ein bisschen noch. Ich sag mal, ein bisschen finanziell sanieren. Weil tatsächlich ich extrem viele Sprengladungen kaufen muss, wie ich merke. Und bevor ich nachher da wieder nach Teufelsgrat zurückkehre. Und deswegen werden wir jetzt hier mal ein bisschen in Ruhe fischen. Ganz entspannt. Easy peasy. So, ein paar Haie hier vorne eventuell. Nee. Da. Oh, alle ploppt gerade weg, es wird gerade Nacht. Schade. So, dürfte ein Kalamari sein, ne? Ja. Ja, so, nehmen wir davon ein paar mit. Oder halt einen. Ich
her. Schön. Ja, das war auf jeden Fall, das war eine sehr gute Stelle. Das ist ganz gut. Achso, hier könnt ihr jetzt noch mal ganz kurz probieren, ob das jetzt hier geht. Mit dem Update. Nicht, dass ich das irgendwie verschluckt hat oder so, was ja manchmal bei Spänen. So, Trockenlock. Nee. Warum? Also, ich verstehe tatsächlich nicht. Wieso? Was ist der Grund? Da fehlt eins. Obwohl, den war da die ganze Zeit da, ne? Hä? Okay. Okay. Kann man machen. Es hat eins gefehlt. Das war überlappend anscheinend, wer weiß. So, zwei Stahl, zwei Holz. Und dann brauche ich eigentlich keine anderen Sachen mehr sammeln, ne? So wie ich das jetzt sehe. Eventuell vorne an der Spitze können wir Glück auf ein paar Haie haben. Sogar mutiert er das sehr schön. Ich hoffe bloß, dass der blöde Boot jetzt hier nicht rankommt. Mich aber weiter so doof beim Angeln anstellen. Muss weg. Da ist er. Abstand zwischen uns. Das sind echt mehrere, ey. Das ist echt scheiß gefährlich hier. Verdammte Axt. So, okay. Zwei Stahl brauchen wir noch und zwei Holz. Schade. Okay, hier ist noch nichts respawned. Und der neue Tag bricht an. Und den normalen. Sehr schön. Ach du Scheiße. Was war das denn? Was war denn das bitte? Okay, die wollen wir jetzt nicht mehr. Dann mache ich mal zurück. Ich habe es jetzt, glaube ich, mir ist gar nicht aufgefallen. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht irgendwie Fracht verloren. Das wäre jetzt bei dem Fang echt ärgerlich. Hier sind noch Bretter. Heute machen wir erstmal zum Hafen. Nicht, dass mir der Fisch gammelig wird. 12 Stunden hat man. Dann switcht quasi die Qualität des Fisches um. Also, ja, quasi die ingeben 12 Stunden. Denn ich glaube, weitere 5 Stunden, weitere 12 Stunden ist er halt verrottet. Kriegst halt nichts mehr. Mhm.
Sehr schön. Ach ja, jetzt sind wir vergessen zu reparieren. Gerade tranig. Ja, ihr merkt, ich werde jetzt auch halt ein bisschen ruhiger irgendwie, weil, wie gesagt, es ist halt schon ziemlich spät. Aber ich habe auch wirklich echt Bock auf dieses Spiel. Und das ist halt sehr entspannt für mich. Kann dabei halt super runterkommen. Allerdings ist natürlich so manchmal ein bisschen ein Problem, dass man halt ein bisschen weniger redet jetzt. Aber man kann ja halt einfach sagen, hey komm, wir fischen jetzt hier einfach eine Runde. Chillen dabei ein bisschen. Schöne entspannte Musik dazu. Gibt schon noch was zurück. Ah, okay, wir haben das Stahl haben wir verloren. Okay. Den Stahl haben wir verloren. Das macht nichts. Okay. Was ich gerne nochmal sehen wollen würde, und zwar hier hinten am Archipel, haben wir ja immer noch die Aufgabe der Wissenschaftlerin. Nicht der Meinung. Oh, da ist dieses Mistfisch wieder. Wie so ein Teufelsfisch oder irgendwas. Es ist immer noch da, dann sagen wir, das darf ja wohl nicht wahr sein. Ist weg. Okay, ist weg. Und zwar immer noch die Aufgabe der Wissenschaftlerin, Fischsorten zu finden. Wir werden mal kurz nochmal vorbei, weil ich weiß jetzt nämlich auch nicht mehr welche. Ich weiß nur, dass sie, glaube ich, Hadal waren. Und wir sie deshalb vorhin, oder beim letzten Mal, halt nicht abfischen konnten. Dann dementsprechend halt nicht beenden konnten, leider, die Aufgabe. Und wir schauen mal kurz. So, die Wissenschaftlerin befindet sich hier in der Festung. Na, schauen wir mal. So. Oh, du bist das. Was kann ich für dich tun? Wegen der Proben. Okay. Ah, alles klar, die beiden sind's. Der Riesenflohkrebs und Schiebenbauch. Scheibenbauch. Okay. Gut, dann das kriegen wir doch hin. Das kriegen wir doch hin. Die Frage ist nur. Es kann, glaube ich, sein, dass der Scheibenbauch nachtaktiv ist. Oh, meine Güte, das ist das Finster, ey. So, schauen wir mal. Was haben wir da? Nee, den haben wir schon. Den haben wir schon. Die Oktopusse. Oktopoden, besser gesagt. Ah, den haben wir schon. Die Krebse sind auf jeden Fall in der Mitte. Ja, ich glaube, es wird darauf hinauslaufen, dass ich die Maschine aktiviere und dann mal kurz in die Mitte gehe. Wo es schon hell wird. Jawohl, deshalb zwei, dürfte eigentlich noch nicht. So, die Abschreckungsmaschine schnell anschmeißen. Ja. Okay. Und ablegen. So, und jetzt ist der große Oktopus weg hier in der Mitte. Also, was auch immer das für ein Vieh war, sondern nur so. So, den brauchen wir. Nehmen wir am besten mal gleich mehrere mit. Nicht, dass hier entweder Krähen oder welches Vieh wieder in meinen Frachtraum schlüpft. Sehr schön. Reicht. So, was haben wir hier noch? Jetzt sind wir hoch. Das ist das gleiche in Grün. Ja, hallo. Dich brauchen wir. Sehr gut. Ah, hoppala.
Sehr schön, damit haben wir auch die Fische, die die Forscherin braucht. Sehr gut. Vielleicht mal ein paar mehr mitnehmen. Perfekt. Wunderbar. So, ein Schatz. Ein paar Ohrringe. Na, aber nehmen wir. Sehr, sehr gut. Okay. So, Tag ist auch wieder angebrochen. Und es ist etwas in unser Frachtraum geschlüpft. Ich hasse es. Diese Viecher, ey. Mann. So. Ah, Forscherin. Okay, wegen der Proben. Und du kriegst von mir jetzt hier erstmal diese wunderschönen Tierchen. Nummer 1. Nummer 2. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Welche willst du zuerst hören? Ja, die schlechte. Die schlechte Nachricht ist, dass die Proben, die du aus dem Becken geborgen hast, eine bedenklich hohe Anzahl an Zellmutationen aufweisen. Die gute Nachricht ist, dass ich herausgefunden habe, was die Anomalie im Ökosystem verursacht. Dies deutet alles darauf hin, dass das Ding im Becken gefährlich für alle Organismen auf zellulärer Basis ist. Es beschädigt alles in seiner Umgebung, entweder passiv oder mit Vorsatz. Ich muss einen Bericht aufsetzen und meine Ergebnisse zusammenfassen. Verzeihung, unsere Ergebnisse. Vielleicht wird man mich ja jetzt ernst nehmen. Oh, wie unhöflich von mir. Nach allem, was du für mich getan hast und ich besitze kaum etwas, womit ich dich belohnen kann. Nimm noch das hier. Der Plan für die Zukunft. Ein Buch. Wunderbar. Du ziehst, sie zieht eine Schublade auf und holt ein Buch heraus. Schüchtern reicht sie es dir. Etwas, das ich während meiner Studien aufgeschrieben habe. Ich denke, es könnte dir nutzen. Danke nochmal für deine Hilfe. Ich würde dir raten, das Gebiet zu meiden. In der Nähe des Beckens scheint es nicht sicher zu sein. Sehr schön, und damit haben wir auch alles von der Forscherin fertig. Das ist natürlich sehr cool. Sehr cool. Sehr, sehr cool. So, wir haben ein Buch, was wir lesen können. Plan für die Zukunft. So, dann bringen wir mal schnell den Fisch, den wir bei uns haben, zurück. So, ein bisschen Cash für holen. Warten noch ein paar Mutationen auf uns. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. So, verkaufen, verkaufen, verkaufen. Waschbär, hey, na, grüß dich. Schön, dass du mal reinschaust. Ja, wir spielen ein bisschen Dredge. Ist auf jeden Fall ein sehr angenehmes Spiel. Sehr, sehr angenehm. So, okay. Laderaum. Und den Rest lassen wir drin. So, wir können noch mal kurz ein paar Punkte vergeben. Netze haben wir alle. Körbe brauchen wir. Haben wir. Achso. Zwei brauchen wir noch. Wusste aber auch nicht, dass es ein Horror-Game ist. Ja, tatsächlich ist kein richtiges Horror-Game, aber es ist mit viel Lovecraft, also HP Lovecraft verbunden. Und du triggerst hier so ein bisschen den Horror in dem Spiel, in dem du hier nicht schläfst. Und wir sind jetzt, lass mich gucken, 53 Tage ohne Schlaf in diesem Spiel unterwegs. Dementsprechend werden wir ständig, sobald es dunkel ist, angegriffen. Und es ist auch wirklich, stellenweise ist es doch gruselig, muss ich sagen. Ja? Aber du hast schon recht, ist jetzt nicht so das Klassische, was wir sonst hier spielen. Ne? Aber ist auf jeden Fall chillig und entspannt. Wenn ich
stay for a while und entspann ein bisschen mit. So, Moment, was haben wir hier? Ach nee, schade. Der bringt mir nichts. Das ist nicht der Fisch, den ich suche. Okay, dann lass mich doch mal hier ums Archipel rum erstmal nochmal ein bisschen was schauen. So, hier war der Mimik, ne? Ja, genau. Ist das Monster drin? So, was haben wir sonst hier noch um die Inseln rum? Ah ja, genau, hier vorne. Ja, also wir können es uns holen, ne? Das ist jetzt kein Problem. Da drin ist quasi ein bisschen Edelmetall. Kostet mich halt eine Sprengung. Aber wir brauchen auch kein Edelmetall mehr. Das ist so ein bisschen ein Problem an der Sache. Deswegen... Ah, komm. Der Vollständigkeit halber machen wir das mal. Benutzen die Sprengladung. So. Eieiei. Hoppala. Das ist verseiert. Aber es ist wirklich interessant, dass A, natürlich immer bloß ein Stück da ist von Edelmetall und B, dass das hinter zu sprengenden Grenzen steht. Also das ist meistens nicht irgendwo frei stehend. So, hier vorne sind auch zum Beispiel ein paar Inseln, da waren wir auch noch nicht. Diese kleinen hier vorne. So, Booster machen hier, ein bisschen Gas geben hier. Ein weiterer Schatz, der geborgen werden will. Eine Dublone. Sehr schön. Oh. Ah, Mist, ey. Dachte, ich werde... Komm nur rum. So, eine Felsplatte ragt aus den Wellen. Vier große, starke Fische sind auf der Vorderseite eingemeißelt. Vier große Risse ziehen sich durch die Basis. Okay. Das Haie, das sind Haie, oder was? Scheiße. Okay. Ja, das ist ja toll. So, wie sehr ist jetzt mein Boot beschädigt? Ja, das geht. Ach, Haie. So. Krass. Walhai. Ja, Fieserwicht, das ist, was ich meine, ne? Jetzt gehen halt nachts die Halluzinationen los. Und du hast zum Beispiel hier so Schiffe, die rumfahren, ja? Das sind quasi Fallen von Anglerfischen. Ja? Also das ist schon wirklich ein bisschen gruselig, ne? Weil da zum Beispiel, was war das? Oh, scheiße. Fuck. Vielzweckangelroute ist im Arsch. So, da hinten ist zum Beispiel so ein Boot, ne? Das ist eigentlich kein Boot. Und so ein Anglerfisch, so ein riesengroßer, der dich jagt. So genau wie das alles da hinten. Das ist alles eine Halluzination, oder? Nee, das ist Kleinmarkt, da immer mal schnell hin. So, wir können halt, unser Boot kann eine gewisse Anzahl an Treffern ab. Danach sind wir tot. Ist halt platt, ne? So, du kannst den Rumpf halt ein bisschen besser ausbauen, verstärken. Aber ansonsten hast du keine Chance. So, okay. Jetzt mal erstmal den Hafen ansteuern. Großmark ansteuern und hier mal schnell erstmal unser Schiff reparieren. Für 90 Dinger, Alter. Wahnsinn. Okay, wir haben 2000, das geht eigentlich irgendwie. So, den Fischhändler oder den Fisch verkaufen. Das ist übrigens die einzige Art, wie wir Kohle kriegen. So, Trockendock. Wir brauchen einmal noch Holz und einmal Metall. Und dann haben wir alles aufgebaut. Wir dürfen uns halt hier irgendwie nicht treffen lassen. Das ist eben der Scheiß. So, ihr sagt großer Fisch. Ja, hier vorne war... Wo sind jetzt meine Haie schon wieder hin, Alter? Waren das jetzt nachtaktive Haie oder was? Das irre. Nichts klappt hier. Da vorne.
Ah, schon wieder dieser Teufelsrochen. Mann, Alter, ich will doch hier vorne einfach bloß ein Rohr Haie angeln, Alter. Jetzt. Na gut, du zwingst mich. So, jetzt habe ich meine mächtigste Waffe abgefeuert. So, was haben wir hier? Okay, den werden wir brauchen. Und es ist erschöpft. Okay. Na, Stoff brauchen wir nicht. Stoff brauchen wir nicht. So, wieder den Booster machen. So, ich habe jetzt einen Hai gefangen, beziehungsweise zwei Haie. Ich würde jetzt mal die zu dieser Insel bringen, zu diesem zu dieser Schiffstafel. Und ich mal gucken, wie viele Haie wir da einsetzen können. So, ich muss mal überlegen, waren wir hier schon? Oh, was haben wir hier? Oh, der sieht aber krass aus. Der sieht aber krass aus. So, was haben wir denn hier? Haben wir hier schon? Du legst neben einem alten Ruderboot an. Jemand das Tier will. Kauert über seinem Lagerfeuer und murmelt vor sich hin. Du näherst dich vorsichtig. Der alte Bürgermeister. Hast du es zurückgeworfen? Was? Das Buch! Ich glaube, du verwechselst mich mit jemandem. Ich bilde mir das nicht ein. Du bist es wirklich, oder? Für wen hältst du mich? Alles in Ordnung? Alles in Ordnung? Er wendet sich händeringend ab. Er spricht mit dem Feuer. Er war es. Er und seine verdammte Frau. Sie haben dieses alte Buch zutage gefördert, aber etwas, das sich im Nebel verbarg, folgte ihm. Das Boot hindurch. Boom. Der Mann ahmt Explosionsgeräusche nach und gestikuliert mit den Händen. Er starrt immer noch ins Feuer. Es sieht aus, als würde er ein Kind eine Geschichte erzählen. Er hat zu uns gesprochen. Er sagte, er sei wegen eines Atems gekommen. Wegen unseres Atems gekommen. Dass wir ihn bald nicht mehr brauchen würden. Und dann brach die Dunkelheit herein. Eine Ewigkeit später wurden einige von uns an Land gespült. Er auch. Er umklammerte immer noch das Buch. Wirf es zurück, brüllte er, während der Nebel das Ufer erreichte. Wir dachten, man könnte es noch rückgängig machen. Was für ein Buch. Silber. Das Buch. Bedeckt von ihrem Blut. Ha. Ist das Buch des Sammlers? Du redest wirres Zeug. Dreh dich um und geh. Du redest wirres Zeug. Wirf es zurück. Der Mann presst die Augen zusammen. Er kämpft mit den Tränen. Seine Stimme wird zu einem Flüstern. Bitte. Die Leuchtturmwächterin. Sie hat es gesehen. Sie weiß, woher es kam. Wohin? Wohin es gehen muss. Erzähl mir mehr über dieses Buch. Was weißt du über den Nebel? Und was hat die alte Leuchtturmwärterin damit zu tun? Silber und Purpur. Silber und Purpur. Er wiegt sich vor uns zurück, während er in die Flammen starrt. Und was weißt du über den Nebel? Er verbirgt dieses unheilvolle Ding. Es ist böse. Hast du es nicht gespürt? Was hat die Leuchtturmwärterin damit zu tun? Sie hat alles gesehen an diesem katastrophalen Tag.
bitte Sie, ich bitte Sie an. Sag ihr, dass ich... Er bricht ab, sein Gesicht verzerrt vor Gram. Oh Gottes Willen. Okay, also... Ist etwa... Jetzt muss ich mal ganz kurz eine These steil in den Raum werfen. Ist eventuell der Kollektor, der Sammler, der Mann von der Flaschenpost? Also er hat auf jeden Fall dieses purpurne silberne Buch. Und er ist auch magisch begabt, sagt man so. Also er hat auf jeden Fall was mit Magie zu tun. Ich würde sagen, er ist es. Krass. So, okay, aber ich muss jetzt hier erstmal kurz zu dem Schrein, oder ich wollte erstmal kurz zu dem Schrein. Ist der da vorne? Ja. Wunderbar, aber ich habe jetzt hier zwei Haie. Einmal den Geisthai. Und den Raptorhai. Ich nehme mich mal hier hin. So. Und... Die passen irgendwie nicht so geil. Das muss komplett ausgefüllt sein. Na, es gibt noch andere Haie tatsächlich. Ich muss ja die finden. Okay, machen wir erstmal weiter. Der Collector lebt in Nowhere. Ja, ja. In einem gigantischen Schädel. Wie heißen die nochmal? Die Severin? Nee, also diese Schädel? Diese gottähnlichen Wesen? Helfen wir mal kurz Waschbär. Oh, ein gelber Punkt. Sehr schön. Spensterfisch. Oh Gott, ist aber niedlich. So, ein Schatz. Eine Dublone, noch eine. Tja, na dann würde ich mal sagen, machen wir mal irgendwie auf zu Großmark. So. Und konfrontieren noch mal die Leuchtturmwärterin. Ach, diese tollen Viecher. Die sehen auch fast hässlich aus, Alter. Mein Gott. Ach, geht ein widerlich zerfallener Wiebernfisch. Ekelhaft. Einfach nur eklig. Also diese Mutationen sehen richtig krass aus. Das zum Beispiel auch, das ist auch eine Illusion, ne? Also, wahrscheinlich eine Falle. Und darunter, irgendwo kommt denn hier, glaube ich, was hochgeschossen oder irgendwas. Severus Köpfe sind das hier noch. Guck dir mal jetzt hier vorne das Boot an. Zack, ist irgendwie so ein Fisch, so ein Anglerfisch. Echt mieses Vieh, ey. Ho, ho, ho. Uiuiuiui, okay. So, hier finden wir die Leuchtturmwärterin.